Letzte Aufwärmübungen, bevor es zählt. 9 Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus dem Alten Amt sind bei der Leistungsspangenabnahme in Alfeld angetreten. Um die höchste Auszeichnung der deutschen Jugendfeuerwehr zu erlangen, ist Sportlichkeit gefragt. Staffellauf über 1500 Meter ist die erste von 5 Aufgaben, die von den Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren absolviert werden muss. Auf der Laufbahn läuft es sprichwörtlich. Rund 4 Minuten braucht unser Feuerwehrnachwuchs, dann stoppt der Wertungsrichter die Zeit. Das ist im Soll, die erste Herausforderung ist geschafft. Doch der Weg zur Leistungsspange ist noch lange nicht bestritten. Aufgabe 2 ist ein dreiteiliger Löschangriff. Für die Jugendfeuerwehrleute kein Problem, denn jährlich treten sie auch bei den Leistungswettbewerben an. Saugstäuche kuppeln, Knoten machen, Kommandos geben. Auch die zweite Aufgabe ist keine große Hürde. Ein Lauf gegen die Zeit ist die Schnelligkeitsübung. 8 C-Schläuche schnurgerade ohne Drehungen, in weniger als einer Minute aneinander kuppeln und in einer Reihe hinter der Ziellinie stehen, treibt Schweiß auf die Stirn, doch auch hier heißt es am Ende. Übung beendet. Und das fehlerfrei. In der Zwischenzeit haben sich unsere Jugendfeuerwehrmitglieder in einer mündlichen Prüfung den Fragen des Wertungsgerichts gestellt. Jetzt steht Kugelstoßen an. Alles sieht gut aus, doch dann passiert es. Ein Teilnehmer tritt über, der Wurf ist ungültig. Nun müssen 8 statt 9 von ihnen mindestens 58 Meter weiter erreichen. Die Folge: Clemens Falk, hier im Bild, hat über 10 Meter als sportliche Herausforderung vor sich. Das ist dann folglich zu weit, doch die Gruppe hat einen zweiten Versuch. Nach aufmunternden Worten vom Wertungsgericht geht es weiter. Keiner tritt über, so muss Clemens nur noch etwa 5 Meter werfen. Das ist kein Problem, die Aufgabe ist bestanden. Damit gibt es am Ende die Leistungsspange für 8 Bewerber und 16 Punkte, die Gemeinde Jugendfeuerwehr Kahlefeld.